Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und einer weiteren Folge von Atlas Fallen. So, wir sind jetzt hier. Wir hatten diesen fetten Kampf in der Bude da hinten drinne und haben geguckt, wir hatten hier oben, glaube ich, noch was gefunden gehabt. Hier war, glaube ich, noch ein Pilz. Und weiter geht's. Was ist ein Seil? Können wir uns da dranhängen? Nö. Boah, nö. Nehmen wir. Guck mal einer an. Superheldenlandung 1A gelungen. Anheben. Wow. Wow. Ist das hoch? Das Fortbewegen, muss ich sagen, ist mega geil. Also das fühle ich komplett. So. So. Aha. Wow. So. Okay, darauf muss man also auch achten, auf diese leuchtenden Punkte auf der Erde. So, nochmal hier hinten gerade ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. So, ich habe halt gesehen, man bezahlt jedes Mal mit seinen Credits und dafür braucht man halt auch welche. Und ich weiß nicht, inwiefern wir nachher nicht mehr weiterkommen, weil wir uns irgendwas nicht kaufen können. Was noch eine Kiste? Oh, eine draußen. Ich spüre eine große Macht unter uns im Sand. Glück des Amuletts. Es besteht eine mäßige Wahrscheinlichkeit, dass keine Aufladung verbraucht wird, wenn du ein Amulett verwendest. Okay. Kann ja wohl nicht schaden, die ersten Perks zu. Große Macht unter uns im Sand. Ah. Kann ja nicht schaden, die ersten Perks so zu benutzen. Ah, der Avatar. Halt, bleib zurück. Warte. Warte. Bist du die Stimme in meinem Kopf? Ja, dieser Amboss erlaubt es mir, mich in dieser Form zu zeigen. Bewegen kann ich mich allerdings nicht. Seltsam. Ich bin Nayal. Ja, Nayal, das hast du mir schon gesagt. Aber all das hier, sag mir, was hier los ist. Was bist du überhaupt? Ich bin ein Geist, denke ich. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist immer noch lückenhaft. Der Gauntlet, den du trägst, ist ein uraltes Artefakt. Und es enthält gewissermaßen nun mich. Dieser Amboss, er ist mit dem Sand an diesem Ort verbunden. Ich spüre Erinnerungen durch ihn. Nicht nur meine. Die Erinnerungen des Sandes. Du musst dir etwas ansehen. Was? Wie bist... Vor 10 Jahren begehrten die Ritter von Bastengar gegen uns auf. Sie erwarteten uns in ihrer größten Festung in Kaladrias. Eine Festung, unbezwungen seit Jahrhunderten. Doch ihre Hoffnung war trügerisch. Und ihr Mut war größer als ihr Verstand. Ich hatte sie vor ihrer Torheit gewarnt. Gewarnt, dass ich gezwungen wäre, sie niederzuschlagen. Doch sie hörten nicht auf mich. Telos forderte die Säuberung. Und ich tat, wie geheißen. Der Kampf brach los. Und wir waren weit überlegen.
Doch die Ritter hatten eine geheime Hoffnung. Ein Gauntlet aus der ältesten Zeit. Angefüllt mit Macht, die meiner ebenbürtig war. Doch es war eine trügerische Hoffnung. Denn der Gauntlet konnte nicht geführt werden. Er war nicht bereit und wandte sich gegen sie. Das Symbol ihrer Hoffnung fiel. Und mit einem einzigen Lichtblitz nahm es ihnen alles. Die Rebellion war gescheitert. Das Licht verblasste, der Sand setzte sich und Stille zog ein. Wow. Was war das? Diese Vision kam aus der Vergangenheit. Die Ritter von Bastengar haben den Gauntlet in der Vergangenheit benutzt. Aber es hat nicht funktioniert. In der Vision konnte ich die Ritter sehen. Finderin hatte recht. Sie wissen über den Gauntlet Bescheid. Dann bleibt unser Ziel unverändert. Ich will auch mehr darüber wissen, was geschehen ist. Und über mich. Und wenn wir das geschafft haben, können wir Finderin und die anderen in der Hauptstadt sehen. Ich hoffe, Sie sind in Sicherheit. Dieser Amboss hat mir eine weitere Erinnerung gebracht. Wir sollten jetzt in der Lage sein, durch die Luft zu springen. Warte mal. Meinst du etwa fliegen? Nein, nicht fliegen. Versuch es einfach und du wirst sehen. Ah, okay. Erstmal muss ich verbessern. Jawohl, jawohl. In diesem Menü findest du den aktuellen Zustand des Gauntlets. Später kannst du die Fähigkeiten des Gauntlets verbessern, sofern du die nötigen Teile gesammelt hast. Alles klar. Verbessern? Ich mach's eh von allein. Naja, was soll ich denn testen? Um mehr über die Ritter von Bastengar zu erfahren, könnte die nahe Siedlung hilfreich sein. Ja, aber du musst mir doch zeigen, wie das geht. Warte mal, ich muss hier rüber. Er ist jetzt einfach den Abhang runtergesprungen, ey. Ist hier oben noch was? Warum ist hier sonst eine Leiter? Muss was sein. Aha. So großartig fliegen ist hier nicht. Ist hier noch irgendwo was? Naja, aber wir müssen... Ah, manche Gegner müssen in der Luft bekämpft werden. Mit einem RB kannst du in der Luft dashen. Okay. Wow, das ist... Wow! Bitte bleibe konzentriert. Ein Abgrund, der zu breit ist, um ihn einfach zu überspringen.
aber für dich kaum noch ein Hindernis. Ich habe einen doppelten Sprung. Yes. Alles klar. Hier unten ist nichts mehr. Wir sind natürlich mit Absicht hier runter, um zu gucken, ob da was ist. Alles für Forschungszwecke. Und yeah! Bläsch. Perfekt. Gucken, ist hier irgendwo was? Naja, was ist los? Naja? Da oben war was. Wo ist der Blitz, wovon die bestimmt eben geredet haben? Taylor, sei Dank. Ich meine, du bist, du lebst noch. Er hat versucht, den Gauntlet zu stehlen. Mach ihn fertig. Was? Hände weg! Ich habe nur versucht, dich wiederzubeleben. Und wie es aussieht, war ich erfolgreich. Du hast eine tolle Nummer abgezogen. Krass. Ein Licht, ein Luftzug. Puh. Und dann warst du da. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Wo da die deutsche Synchronstimme von ist? Was wolltest du mit? Schreib doch mal in die Kommentare. Oh, ich habe Geschichten darüber gehört. Von Ghost Rider und sowas. Die ihn tragen, verschwinden und nicht mehr auftauchen. Woher weißt du das? Wo hast du das gehört? Freunde. Ja. Also, ich bin auch auf der Suche nach ein paar Freunden. Die Ritter von Bastengar. Weißt du etwas über sie? Eigentlich nicht. Aber wenn du sie treffen willst, gibt es gleich dort einen Weg nach Bastengar. Wo? Hinter mir. Da ist ein Tor und eine Unmenge Sand. Helfen oder... Ah. Ich kann dir dabei helfen. Wenn du meinst, dann mach mal. Falls du müde bist und dich ausruhen willst, gibt es in der Nähe ein Dorf. Hier, nimm das. Als Entschuldigung. Sie ist nur rudimentär, aber du kannst sie erweitern. Ah, eine Karte. Perfekt. Ah, mit den Legenden zu markieren. Okay. Da ist der kaputte Amboss. So eine Art Kolosseum. Müssten wir gleich nochmal gucken gehen. Treffen wir uns später im Dorf. Bis dann. Warum wartest du mit Bischof Tor aufmachen und kommst mit mir durch? Ich glaube, ich mag diesen Mann nicht. Wenigstens hat er uns Informationen gegeben. Wenn die Ritter hinter dem Tor sind, können wir es freilegen? Vielleicht hast du dir den Kopf gestoßen. Weißt du noch, was gerade passiert ist? Der Gauntlet ist instabil. Und nicht nur das, er ist unvollständig. Er hat nicht genug Kraft, um etwas so Großes auszugraben. Noch nicht. Noch nicht? Kann er repariert werden? Ah, Vertrauen ist kompliziert. Verstehe. Aber ja, wir können den Gauntlet reparieren. Erinnerst du dich an die Vision und die Explosion des Gauntlets? Seine Teile wurden über das ganze Land verstreut. Wenn wir sie zurückbekommen, können wir den Gauntlet Stück für Stück neu schmieden und dabei neue Kräfte erlangen. Und weitere Explosionen verhindern. Gut. Und wie können wir sie finden? Ich spüre ein mächtiges Stück in der Nähe. Mit dem können wir anfangen. Alles klar. Hier war noch eine Blüte.
Oh, hast du schon vermutet hier. Da, das Stück, das ich gespürt habe. Hab ich fast gedacht. Es ist von etwas umgeben. Er scheint durch einen Zauber geschützt zu sein. Vorsicht, Phantome! Moin! Muss er fliegen nochmal hier? Ja, haben wir doch gemacht. Ach so, das meinst du. Ja. Boah. Tja, anscheinend haben wir noch nicht genug Momentum. Schön, schön, schön. Wir sollten jetzt in der Lage sein, das Stück zu bekommen. Alles klar, versuchen wir doch mal. Der Gauntlet sollte jetzt stabil sein. Aber das Stück, das du gefunden hast, ist immer noch inaktiv. Es braucht genug Splitter, die richtig in den Gauntlet geschmiedet sind. Kannst du diese Splitter auch spüren? Ja, ich zeige es dir. Ah, so was wie Adlerauge, okay. Siehst du die Lichtstrahlen? Jeder ist ein Splitter, der nach dir ruft. Nach dem Gauntlet. Können wir das Tor zu den Rittern freilegen, wenn wir sie haben? Ja, und damit auch mehr Kräfte. Mehr Erinnerungen. Also, das ist alles etwas viel für mich. Ich brauche deine Hilfe. Der kannst du dir sicher sein. Dir darf nichts geschehen. Wenn du sie aus den Augen verlierst, nutze meine Sinne. Die werden dir den Weg zeigen. Alles klar. Also, bis jetzt festgestellt, Handschuh ist nicht vollkommen. Müssen wir neue Splitter suchen. Das Tor da hinten kriegen wir noch nicht auf. Noch nicht, kriegen wir aber auf. Und das war es für die Folge. War sehr schweigsam die Folge, aber bis zum nächsten Mal.